Hallo aus Hamburg. Hier ist der Oliver und ich habe für euch ein kurzes Video, in dem ich euch ein paar Sachen von dem zeige, was es demnächst bei HFW gibt. Es gibt leider zu viel, um das in 15 Minuten zu quetschen, die ich für dieses Video angesetzt habe. Aber ich zeige euch ein paar Sachen. Ja, warum mache ich das? Ich halte letztlich diesen gleichen Input und ich habe den schon mehrfach gehalten auf den OER-Camp-Werkstätten und in Kürze ist wieder eine in Hamburg. Und da mache ich das auch, aber vielleicht will ja auch jemand, der nicht in Hamburg sein kann oder nicht auf der anderen OER-Camp-Werkstätten dabei sein kann, das sehen. Dann hat die Person die Gelegenheit. Und vielleicht seid ihr aber auch bei diesen Werkstätten, aber ihr habt aber keine Zeit. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich an einem bestimmten Ort bin und diese Information gebe, da zu sein, dann guckt euch einfach das Video an und fragt mich nur noch bei Details oder sowas in der Art. Das geht. So, das ist jetzt hier ein QR-Code. Da würdet ihr oder findet ihr vielleicht noch genau diese Inhalte, die ich hier zeige. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, was ich gerade freigeschaltet habe und was nicht. Der wird aber nicht ewig funktionieren. Irgendwann werde ich diese Seite tot machen, weil die halt nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Und irgendwann ist das ja auch hier Schnee von gestern, dann braucht man das sowieso nicht mehr. Also probiert es, vielleicht habt ihr Glück. Ansonsten, ja, guckt jetzt einfach zu. Das sind so 10 bis 15 Minuten, die ich jetzt brauche. So, wir schauen einfach mal. Das erste, was man hier sieht, ist ein Link, der führt auf das Ticketsystem Jira und das ist nur der Name des Ticketsystems. Und da arbeitet die Firma Jubel, das Kernteam von H5P stellt ja ganz offen. Das heißt, man kann da reingucken und sieht, woran die gerade arbeiten. Das habe ich mal gemacht. Das heißt, ganz aktuell könnten wir uns diese zwei Links hier. Achso, das ist übrigens die Seite von dem Jira, wenn ihr da drauf klickt, dieses h5ptechnology.atlassian.net. Da wird zum Beispiel diese beiden hier finden, die sind ganz aktuell. Zum Stand heute sind die schon im Quelltext drin, aber noch nicht veröffentlicht. Und der erste ist eine Funktion, da kann man dann in den interaktiven Videos die Interaktion nicht nur sekundengenau setzen, sondern noch genauer. Ich glaube, es sind Zehntelsekunden. Ich habe es noch gar nicht installiert und ausprobiert. Aber das geht dann tatsächlich auch. Lange gewünscht, jetzt ist es endlich da. Oder sowas wie hier unten. Das ist dann in der nächsten Moodle-Version, also nicht in Moodle drin, sondern in dem Plugin von H5P für Moodle. Dann kann man sich auch informieren lassen, wenn jemand eine Interaktion abgeschlossen hat, dann kann man sich einfach eine E-Mail schicken lassen als Lehrerinnen und Lehrer. Das geht. Also da findet man noch ein paar Sachen. Und man kann natürlich immer mal auf Twitter schauen und vielleicht diesem Hashtag H5P oder auch dem offiziellen Twitter-Konto folgen. Und dann sieht man nämlich sowas hier, Michael Sturmey, ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat oder ob das bewusst war, dass er jetzt eines der Geheimnisse verraten hat, was auf der nächsten Konferenz vorgestellt werden sollte. Das ist nämlich diese Multiplayer-API, von der ich euch vielleicht schon mal erzählt habe, wenn ihr mich kennt. Das ist nämlich eine sehr schöne Funktion. Die scheint im Mai zu kommen, also was hier First Multiplayer Activities heißt. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass H5P die Möglichkeit lernt, kollaborative Inhalte oder Inhaltstypen zu ermöglichen. Das heißt, sowas wie kollaborative, mein Güte, schwieriges Wort, kollaborative Videoannotationen wäre möglich. Das heißt, verschiedene Lernende können gleichzeitig oder zeitversetzt oder gibt es noch mehr? Nein, ich glaube, es gibt die beiden Sachen. An Inhalten arbeiten, könnten da zum Beispiel Notizen dran machen oder stellt euch ein Etherpad vor. Das ist letztlich die Variante. Sowas könnte man machen. Man könnte dann damit Audience Response Systems machen, also so klassische Multiple-Choice-Fragen irgendwie im Hörsaal und der Hörsaal beantwortet die Fragen und als Lehrer da vorne kann ich sehen, wer, ja, nicht wer was geantwortet hat, aber wie viele welche Frage wie beantwortet hätten. Man kann sich also Sachen denken, wie Schülerinnen zeichnen auf ihren eigenen Geräten irgendwas und ich kann mir dann bewusst einzelne als Lehrer oder Lehrerin an mein Smartboard oder was auch immer ich vorne habe holen und das dann groß zeigen. All solche schönen Sachen sind dann damit möglich. Also großartig, wenn es das wirklich ist und das jetzt nicht nur ja, ein verfrühter April-Scherz ist, aber dann kommt das demnächst auch. So, jetzt gehe ich einfach noch durch so ein paar Kleinigkeiten durch, demnächst kommen. Ja, ich glaube, riesengroße Sachen sind es nicht, aber das könnt ihr entscheiden. Wir gucken sie uns einfach mal an. Also, das erste ist Drag the Words. Das ist das hier oben, das kennt ihr. Da seht ihr, ihr habt hier die Lücken definiert und man soll jetzt hier diese Wörter am rechten Rand hier hinten reinziehen. Naja, gut, und alles, was am rechten Rand ist, das will man ja eigentlich eh nicht, das ist nicht gut. Bei H5P ist es aber gerade so, dass die, ja, die Antworten hier am rechten Rand sind und durchgewürfelt und jetzt muss ich die hier rüberziehen. Erstens ist ein weiter Weg, zweitens sieht es ein bisschen blöd aus, drittens wird es noch schlimmer, wenn ich jetzt 10 Antwortmöglichkeiten hätte und hier vielleicht nicht auch 10 Sätze untereinander stünden, sondern das alles in einer Reihe ist wie unten, dann habe ich da irgendwie sehr viel Weißraum komplett verschenkt und das sieht ein bisschen komisch aus. Ihr seht, das ist unten nicht
Da sind die Antworten unter dem Inhalt. Das ist sowieso die Standardeinstellung, wenn der Bildschirm sehr schmal ist. Wir haben ein Smartphone und man kann jetzt ja, mit dieser kleinen Änderung auch sagen, das möchte ich immer haben. Also diese Antworten sollen bitte unter dem Inhalt erscheinen. Das zweite, was ihr seht, bei dem zweiten hier unten haben wir mehr Lücken als weniger Lücken als Antwortmöglichkeiten. Das heißt, unten sind auch Distraktoren drin. Und jetzt kann man schon ein bisschen raten, wenn man sich den Satz anguckt. Starterhand dagen mehr Arschekke i posten sind. Ist norwegisch und heißt, es ist eine Frage und heißt, beginnt er seinen Tag damit, E-Mails zu checken, dann seht ihr, Batterien ist wahrscheinlich so ein Distraktor, der gehört da gar nicht rein, aber man kann da halt zusätzliche Wörter definieren. Also das geht dann, ja, demnächst. Dann Image Hotspots, das ist einer meiner Lieblingsinhaltstüten, der hat aber, oder ich zeige, wenn ihr nicht wisst, was man machen kann, zeige ich es mal ganz kurz. Im Prinzip hat man ein Hintergrundbild, man kann dann auf die kleinen Knöpfe da draufklicken und in dem Fall geht das hier groß auf, über den ganzen Bildschirm hinweg. Hier kann man draufklicken und dann geht hier ein Video auf, könnte natürlich auch ein Bild sein, Text, was auch immer, geht auf der rechten Seite auf. Wer das kennt, der weiß das. H5P nimmt sich hier immer die Seite, wo mehr Platz ist. Das heißt, hier ist der Knopf und rechts ist halt mehr Platz als links, also macht er das Ganze rechts auf. Und der Wassermann hier auch sieht, er geht immer bis zum kompletten Rand. Und jetzt kann man das natürlich ein bisschen erweitern. Jetzt fangen wir an, jetzt sehen wir hier bei dem das erste. Aha, das Ganze geht links auf, obwohl links weniger Platz ist. Offensichtlich kann man hier einstellen, naja, auf welcher Seite das erscheinen soll. Und bei dem hier wird man auch noch sehen, es ist zwar jetzt auch die Seite mit mehr Platz, aber man kann auch zusätzlich die Breite begrenzen. Das heißt, hier haben wir natürlich diesen hässlichen Scrollbalken, aber wenn das weniger Text wäre, dann hätten wir jetzt vielleicht hier nur so ein ganz kleines Label. Und das ist natürlich super, wenn ich den Inhalt eigentlich gar nicht verdecken will, sondern vielleicht nur eine Beschriftung haben will. Dann will ich gar nicht, dass das groß aufgeht. Das kann man also demnächst auch dann machen mit den Image-Hotspots. Dann etwas, das ist schon ein paar Tage älter, aber es ist halt immer noch nicht im offiziellen Quelltext drin. Das wird die Möglichkeit, die Dialog-Cards, die man kennt, oder vielleicht auch nicht kennt, also im Prinzip Karteikarten mit einem Begriff auf der Vorderseite und der Übersetzung zum Beispiel auf der Rückseite. Ja, klassisches Karteikarten-System halt lernen. Ich lese einen Begriff und gucke hinten auf der Rückseite, ob ich das richtig gemacht habe. Kann man hier auch machen. Nur, was auf Papier halt nicht mehr geht, das Ganze mit Videos. Das heißt, wenn ich Gebärdensprache lernen möchte, geht das mit so Karteikarten nicht, es sei denn, sie sind halt hier digital. So, dann klicke ich da drauf. So, und dann müsste ich jetzt raten, was könnte denn das gewesen sein? Und wenn ich es nicht weiß, dann drehe ich einfach die Karte um und dann steht da Grundgesetz. Das heißt, demnächst kann man auch Videos in diese Dialog-Cards einbauen. Und wahrscheinlich ist der Einsatzzweck ein bisschen begrenzt. Also, ich weiß nicht, Flaggenalphabet vielleicht noch oder was in der Richtung. Also alles, wo es ja, Prozesse vielleicht gibt, die man darstellen möchte in Videos. Aber dann geht das damit auch. Dann etwas, was ein bisschen... Ja, also ich finde es relativ spannend. Also das ist jetzt das Branching-Szenario, das ist an sich nicht neu. Das heißt, wenn ihr jetzt schon ausflippt, wenn ihr es gleich seht, das ist nicht von mir. Aber es gibt noch Erweiterungen, die kennt ihr noch nicht. Also ich erkläre euch nicht das Branching-Szenario. Wenn ihr es nicht kennt, schaut mal bei H5P vorbei. Ansonsten zeige ich es mal. Ich habe so ein kleines Adventure gebaut. Ja, angelehnt an ein C64-Adventure von damals, von früher, dem kleinen Hobbit. Und das fing halt genauso an, war so ein Text-Adventure. Und die Leute, die dieses Branching-Szenario kennen, den wird schon auffallen, hier oben ist so ein Knopf, der ist zwar ausgegraut, aber steht zurück drauf übersetzt. Geht nämlich im Moment nicht bei den Branching-Szenarios, man geht immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts und man kann nicht rückwärts gehen. Gut, hier gibt es keinen Sinn, deshalb ist sie ausgegraut, aber wenn ich weitergehe, seht ihr schon, auch hier ist zwar eine Verzweigung, aber auch da unten ist so ein Zurückknopf und ich kann jetzt halt hier zurückgehen zum vorherigen. Das heißt, ich kann als Autor einstellen, bei diesem Knoten möchte ich erlauben, dass man zurückgehen kann, kann man auch ausstellen. Das ist dann demnächst auch drin. So, jetzt habe ich gesagt, das ist ein kleines Adventure und das zeige ich euch jetzt nicht komplett. Wenn ihr wollt, findet ihr das auf meiner Website, da könnt ihr das durchspielen. Aber wir können ja einfach mal sagen, wir möchten eine Tür aufmachen, denn darum, das ist auch mit das Erste, was man machen muss beim Hobbit. Und hier passiert sowas ganz anderes, als man es vom Hobbit kennt. Hier ist plötzlich an dieser Tür ein Zahlencode und den muss ich hier eingeben. Und jetzt kann ich raten und weiß das nicht. Und was mache ich denn jetzt? Also ich kann jetzt hier zurückgehen, der ist nämlich jetzt aktiviert. Jetzt seht ihr aber noch etwas anderes. Also nicht nur, dass hier so eine Interaktion drin ist, die es bisher in den Branching Scenarios nicht gibt.
nämlich ein Lückentext in dem Fall, sondern dieser Weiterknopf, der ist hier aufgegraut, weil das in diesem Fall daran geknüpft ist, dass ich hier die richtige Lösung haben muss. Und wenn ich die nicht habe, dann komme ich halt auch nicht weiter. Könnte man jetzt auch an das Abschließen von einer Kurspräsentation knüpfen oder sowas. So, was bleibt mir also übrig? Ich gehe zurück und bin wieder bei meiner Auswahl, was ich machen möchte. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt nicht alles, aber ich könnte jetzt zu Gandalf gehen. Und Gandalf würde mir sagen, natürlich kenne ich den Türcode. Naja, ich habe ihn vergessen, aber ich habe mir was ausgedacht. Es ist nämlich das Jahr, in dem Star Wars erschienen ist, der erste Film. Und entweder ich weiß den jetzt zufällig oder ich muss jetzt recherchieren. Das heißt, hier kann man so Recherchearbeit noch anträgern, die mal jenseits von H5P passieren. So, mit dieser Information gehe ich jetzt halt ins Netz, weil ich weiß zufällig, dass Star Wars 1977 erschienen ist und wenn ich dann 1977 eingebe und das überprüfe, dann ist das richtig und dann ist plötzlich dieser Weiterknopf hier verfügbar und ich klicke drauf. Gut, und dann fällt die Tür zu, jetzt komme ich auch nicht mehr zurück, ich bin jetzt halt, weil ich sie ausgestellt habe, in irgendeinem Abschnitt eines anderen Adventures gefangen und müsste jetzt weitermachen. So, wen das jetzt an Escape Rooms erinnert, genau, sowas kann man damit bauen. Noch nicht perfekt, also man kann auch keine Gegenstände irgendwie mitnehmen. Naja, stimmt nicht, kann man, damit hat man so eine Zustandsexplosion. Kann man damit machen und dann, jetzt kann man wirklich rumspielen. Jetzt kann man nicht nur sagen, okay, man kann nicht nur Rechercheaufgaben damit verknüpfen, suche mal, sondern man könnte auf die Idee kommen, dass man zwei oder drei verschiedene Escape Rooms baut und die verschiedenen Gruppen gibt und die Lösung für ein Rätsel in einem Escape Room in einem anderen Escape Room versteckt ist. Das heißt, man kann sogar noch Kommunikation anstoßen und wahrscheinlich fallen euch noch viele andere Sachen ein, die man damit machen kann. Ja, geht dann halt demnächst. Dann sind wir jetzt bei neuen Inhaltstypen. Der ist zwar auch nicht neu, den gibt es seit 2 Jahren, glaube ich schon, also 3 Jahren ist der fertig. Der hat auch keine Fehler, der hat nur ein Nutzungsproblem und ist deshalb noch nicht erschienen. Aber es geht letztlich darum, Riedeke, Harry und Sally und dann mal vielleicht noch welche falsch, Sachen richtig zuzusortieren. So, und das macht man ja entweder nur mit Text oder vielleicht auch mit Bildern, wenn ich hier Bär und Björn zusammenpacke. Dann gibt es auch also einfach so ein Matching-Inhaltstyp. Auch nichts Spektakuläres, aber es gibt es halt bei H5P, der vom nicht viele Leute machen, so wie mit Drag and Drop, ist aber umständlich, geht dann demnächst ein bisschen einfacher. Dann haben wir noch die Cornell Notes. Da gehe ich vielleicht erstmal ins Vollbild und dann sage ich was dazu. Nämlich erstmal, dass Cornell Notes jetzt nicht die Erfindung sind, sondern ich kann es mal erzählen. Also Cornell Notes ist ein System von der Cornell University, wo es ist da entstanden, mit dem man sich Inhalte erschließen soll. Und zwar Inhalte, in dem Fall hier habe ich jetzt ein Video genommen über Cornell Notes. Willkommen zur Inception. Das kann ich mir jetzt angucken und jetzt gibt es halt eine strukturierte Art und Weise, sich Notizen zu machen. Das sind diese Cornell Notes. Also ich würde jetzt hier erstmal mit Daten, Fakten, mit allen Details anfangen, die jetzt irgendwie mir wichtig erscheinen, schreibe die da rein. Zweiter Schritt, ich gehe das nochmal durch, nehme jetzt nur die wichtigsten Sachen raus, also Schlüsselwörter, also Kernideen und schreibe die in das zweite Feld. Und am Ende schreibe ich eine Zusammenfassung. Und das ist Cornell Notes, das ist noch gar nicht so spektakulär. Und der Inhaltstyp ist auch nicht spektakulär. Aber diese Inhalte werden auch hier gespeichert, was ich eingetippt habe. Also wenn ich jetzt hier meine Notizen gemacht habe, dann werden die gespeichert. Und wenn ich später wiederkomme, dann sind die da und die bleiben auch da. Und ist halt für den Schulunterricht oder auch für die Uni ganz praktisch. Das heißt, ich habe hier meine Inhalte, die ich ja durcharbeiten soll. Und meine Notizen muss ich jetzt aber nicht irgendwie auf Papier machen oder irgendwie so im Notepad oder was auch immer ich nutze, um Notizen zu machen. Sondern das schreibe ich einfach dann direkt hier rein und wenn ich dann Klausur schreibe oder nachgucken will, wenn ich lernen will, dann gehe ich halt zurück und meine Notizen sind genau da und genau in der strukturierten Form. Das kann man also damit machen. Es gibt noch einen Knopf, da kann man springen, der gibt jetzt mehr Sinn, wenn man es auf dem Smartphone hat, weil dann der Platz nicht reicht. Ja, apropos Platz nicht reichen, sieht man auch das, was eben sonst rechts und untereinander angeordnet war, ist jetzt wegen des Platzes einfach untereinander sortiert, aber ja, Schnickschnack. So, dann noch schnell als letztes QR-Code, das ist entstanden auf Initiative von Nele Hirsch, die gesagt hat, schreib doch mal sowas, da habe ich gesagt, okay. Habe erst nicht verstanden, warum, aber ja, es finden Leute gut, von daher hat Nele vollkommen recht gehabt. Mein Fehler. So, QR-Codes kennt ihr, das heißt, man kann dahinter URLs verstecken. Und ihr seht schon, hier ist irgendwie so viel gegrisselt, da ist entweder eine sehr lange URL dahinter oder was anderes.
Und genau, man kann nämlich hinter QR-Codes eine ganze Menge andere Sachen noch verstecken, außer URLs, um auf Websites zu kommen. Also in dem Fall hier ist das nämlich, das sind meine Kontaktdaten. Wenn ich hier draufklicke, kann man sich die auch angucken. Ne? Also das heißt, wenn ihr jetzt hiervon ein Foto macht mit eurem Smartphone, dann sollte in der Regel direkt eure Kontakte-App aufgehen. Dann wird gefragt, hey, möchtest du die Kontaktdaten von Oliver in dein Adressbuch übernehmen? Und genauso könnten dahinter Geokoordinaten liegen. Das heißt, dann geht in der Regel sowas wie Google Maps auf. Da könnten Termine hinterliegen. Geht euer Kalender auf und dann wird gefragt, soll ich das direkt mal in den Kalender eintragen? Also das kann man damit machen. Und wahrscheinlich viel spannender ist noch, dass man dahinter auch H5P-Interaktionen hinterlegen kann. Das heißt, ihr stellt den Inhalt, der QR-Code wird automatisch generiert und der verlinkt dann direkt einfach die Adresse zu der H5P-Interaktivität. Das heißt, wenn ihr irgendwie was ausgedruckt habt und da ist ein QR-Code drauf, dann führt das direkt zum H5P-Inhalt, wenn ihr das möchtet. Man muss jetzt halt nicht irgendwie noch ein anderes Werkzeug extra aufmachen und da die URL reinkopieren, dann das Bild runterladen und wieder hochladen. Das kann man halt direkt hier machen. Ja, das ist so im Schweinsgalopp das gewesen, was es demnächst TM bei H5P Neues gibt und natürlich ein bisschen mehr. Und ich hoffe, es ist noch halbwegs aktuell, wenn ihr dieses Video seht.